Er war ein junger Mann und schrieb wie ein guter 50-Jähriger. Teil dieser Reife ist ja auch eine Bescheidenheit. Der wollte ja nie stilistisch brillieren. Ja, es war schon ein Sog, der in den Texten lag. Der Ton, den Michael öfter anschlug in den ersten Kritiken, die er geschrieben hat, war auf eine Art und Weise auftrumpfend und pathetisch, dass wir alle gesagt haben, geht das überhaupt? Wenn man seine Texte liest, geht es einem so, als würde man mit ihm ins Kino gehen, eigentlich nur neben ihm sitzend den Film auch erleben dürfen, aber spüren, was auch in ihm vorgeht. Da ist ein neuer Film, der ist gar nicht so toll, aber diese 5 Minuten, dieses Klavier bei Camisoplatz oder was da, wie sie ihn anguckt. Ja, ja, der Michael hat das schon verstanden, da auch kleine Ewigkeiten draus zu machen und aus so Kristallpunkten in einem Film dann auch den ganzen Überbau dieses Films herzustellen. Dass der Kritiker eben nicht sachlich ist, nicht filmpolitisch ist, sondern im Grunde genommen im besten Sinne nicht nur den Schock des Kunstwerks verlängert, wie das bei Benjamin heißt, sondern auch die Pose, ne? Und das Lebensgefühl, ne? Oder überhaupt welche Fenster aufreißen und mal Wind reinlassen oder so, all das in die Kritik hineinstreut und dann trotzdem zu einem Text wird. Dass es nicht nur ums Kino ging, sondern auch ums Leben, dass da in irgendeiner Form immer eine Reflexion über das Leben drin war und zwar auf eine extrem elegante und eloquente Art und Weise. Thank you.